Ich kann Sorge nicht walten, weil ich will, dass die nächsten Generationen auch in einem lebenswerten Kanton leben können. Und du? Ich kann Sorge zu Nidwalden, weil der Kanton Nidwalden für mich eine Herzensangelegenheit ist. Und du? Ich kann Sorge zu Nidwalden, weil das hier meine Heimat ist, weil ich hier aufgewachsen bin und zu den Traditionen Sorge habe. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden, weil es mir sehr wichtig ist, was mit diesem schönen Kanton in Zukunft passiert. Als Landrat werde ich mich für gute Rahmenbedingungen einsetzen. Ganz besonders für den Tourismus, das Gewerbe und die Landwirtschaft. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden und setze mich für alle Generationen für eine nachhaltige Verkehrs-, Bildungs- und Gesundheitspolitik ein. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden. Ich setze mich ein für eine umweltfreundliche, produzierende Landwirtschaft. Für ein starkes, einheimisches Gewerbe. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden, dass auch ältere Menschen hier zu Nidwalden sich daheim und wohlfühlen können. Ohne mehr Verbot, abgezockt und bevormundet zu werden. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden, weil mir ist wichtig, dass wir erkennen, sie sind Gewerbe bei kantonalen Arbeitsvergaben berücksichtigen. In meinem Vorstoss zur Änderung des kantonalen Beschaffungswesens wollte ich Tiere auftun für mehr Hiesiges. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden und zu den Leuten, weil es für mich kein Entweder-Oder, sondern nur ein Und gibt. Klein und gross, alt und jung, Frau und Mann. Für mich zählt der Mensch. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden, weil mir bürokratische Entlastung von Gewerbe, Wirtschaft und Industrie wichtig sind, damit einheimische Arbeitsplätze gesichert werden können. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden, weil mir eine vielseitige, innovative und nachhaltige Landwirtschaft in einer intakten Natur am Herzen liegt. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden, weil ich mich für eine gute Bildung unserer Kinder einsetze und den Wirtschaftsstandort Nidwalden stärken möchte, damit auch zukünftige Generationen im Wettbewerb bestehen können. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden, weil als Berufsbildner von angehenden Konstrukteuren ist mir die Zukunft und die Bildung der Jugendlichen wichtig. Auch Sicherheit und Freiheit sind Werte, für die ich als Offizier der Schweizer Armee, aber auch als Politiker einstehe. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden, weil als Gesundheits- und Sozialdirektorin gilt für mich, gut hören, herzhaft anpacken, für eine wohnortsnahe Gesundheitsversorgung und eine greifbare soziale Sicherheit. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden, weil mein Motto «Weniger Staat, mehr Freiheit hilft dem Gewerbe, die Arbeits- und die Ausbildungsplätze hier in Nidwalden können zu behalten». Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden bei jedem Wetter, vor und nach den Wahlen. Wegen der einzigartigen Landschaft, wegen dem sauberen Wasser und wegen der selbstbestimmten Menschen. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden, weil ich mich dafür einsetze, dass Nidwalden nicht als Stauraum für die verfehlte Verkehrspolitik vom Bund herhalten muss. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden, weil es mir ein grosses Anliegen ist, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin sicher und ohne Angst jederzeit frei bewegen können. Und du?
Ich habe Sorge zu Nidwalden und darum setze ich mich in der Bildung, für dass unsere Schülerinnen und Schüler mit einem best gefüllten Rucksack ihr junges Leben gehen können. Und für das ist wichtig, dass sie gut lesen können, gut schreiben und gut rechnen. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden, weil mir jeder Bürger von dem schönen Kanton am Herzen liegt und ich uns allen die bestmöglichste Lebensqualität bieten. Ein wirtschaftlicher Umgang mit unseren Finanzen hat dabei eine Schlüsselfunktion, damit wir ein Umfeld schaffen können, wo sich jeder daheim fühlen kann. Dafür setze ich mich ein. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden. Wie in meinem Job ist mir eine sichere und stabile Energieversorgung wichtig. Dafür setze ich mich ein. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden, weil ich mich im Landrat dafür einsetze, dass wir weniger Gesetze, weniger Abgaben, weniger Steuern auch haben, damit unter dem Strich uns Nidwaldnerinnen und Nidwaldner mehr bleibt. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden, weil mir wichtig ist, dass unsere Kultur und Traditionen auch für die nächsten Generationen erhalten bleiben und sie sich genauso gerne an die wunderschönen Zeiten zurückerinnern wie ich. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden, weil ich plädiere für eigenverantwortliche Bürger mit grossem Mitbestimmungsrecht anstelle von ausufernder Staatsallmacht und überbordender Bürokratie. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden, weil ich möchte, dass der Kanton schuldenfrei bleibt. Darum bekommt Nidwalden meine Stimme. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden, wie auch unsere Jugend ein Recht auf die Zukunft hat. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden. Ich setze mich ein, dass die einheimischen Gewerbler auch in Zukunft noch ein Plätzchen zu Nidwalden finden. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden. Weil ich seit 4 Jahren Präsident bin der Kommission für Bau, Planung, Landwirtschaft und Umwelt. Ich möchte mich in den nächsten paar Jahren in diesem Bereich einsetzen und für euch Thermohindernisse und anpacken. Und euch? Ich habe Sorge zu Nidwalden, weil ich mich seit 7 Jahren als Gemeinderat von Oberdorf für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger einsetze. Für die nächsten Jahre sind mir Grundrecht, Freiheit und Selbstbestimmung ein grosses Anliegen. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden. Ich will kein weiteres Verkehrsexperiment mehr. Ich setze mich dafür ein für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Lösung von unseren Verkehrsproblemen. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden, weil mir unsere Kinder wichtig sind und mir ihre Bildung am Herzen liegt. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden, tiefe Stieren und Gebieren und das eigene Spital mit einer guten Grundversorgung. Dafür kämpfe ich mir. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden, weil mir in meiner beruflichen Tätigkeit im In- und Ausland immer wieder vor Augen geführt worden ist, wie wichtig mir meine schön, freie und sichere Heimat ist. Und ich will dafür schauen, dass es auch für meine Kinder so bleibt. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden, weil mir eine sichere Zukunft in Freiheit und Wohlstand wichtig ist. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden, weil es mir wichtig ist, was mit dem wunderbaren Ort, wo wir arbeiten, wo wir aufgewachsen sind, wo unsere Familie lebt und unsere Kinder der Zukunft hat, passiert. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden, weil auch in Zukunft unsere Landwirtschaft, das hiesige Gewerbe und der Tourismus sollen Wertschöpfung generieren können.
und somit wichtige lokale Arbeitsplätze und Lehrstellen zur Verfügung stehen. Und du? Ich habe Sorge zu Nidwalden, weil ich auch noch morgen hier wohnen, arbeiten und frei sein will. Und du?